Hallo und willkommen bei Move in Set. Mein Name ist Thorsten und heute zeige ich euch eine Weltneuheit. Also je nachdem, wann ihr das Video natürlich schaut, aber zum Erscheinungsdatum ist das, was ich euch heute zeige, brandneu auf dem Markt. Also genau genommen nahezu zeitgleich. Es geht um den Creality Falcon 2 und jetzt in dem Moment, wo das Video hier geschaltet wird, ist auch gleichzeitig die Live-Session entweder gerade am Laufen oder gerade vorbei, in dem dieses brandneue Produkt vorgestellt wird. Es geht hier um einen Lasergravierer, der, ich nenne es jetzt mal gehobeneren Klasse, ein Diodenlaser, welcher 22 Watt Output-Leistung liefert. Was dieses gute Stück kann, was er leistet und ob er was taugt, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Viel Spaß beim Zuschauen! Ja, der Creality Falcon 2, da steht er. Gut verpackt in einem wirklich großen Paket und auf den ersten Anschein hin würde ich sagen, der ist wahrscheinlich komplett aufgebaut. Ich bin schon sehr gespannt. Schauen wir doch mal in die Schachtel rein. Ja, wie bereits vermutet, der Rahmen ist komplett vormontiert und verpackt, typisch wie man es eben so kennt von China, alles in diesen Styropor-ähnlichen Verpackungen. Der Rahmen wirkt sehr hochwertig. Ich sehe hier schon allerlei Anschlüsse. Ebenfalls im Lieferpaket enthalten ist eine Wabenstruktur wie auch ein Stahlblech. Die Schläuche und Verkabelungen sind sauber außen herumgelegt. Das macht wirklich eine tolle Optik. Hier eine kleine Verteilerbox. Die Achsen werden über Riemen angetrieben, von ganz normalen NEMA-Motoren angesteuert. Ebenfalls im Paket enthalten ist diverses Zubehör und Testmaterial sowie die Füße. Und hier hat man sich eine besonders tolle Idee einfallen lassen, denn die Füße sind stapelbar. Das heißt, ich kann den Fuß auf eine Höhenerweiterung aufschrauben und gewinne so nochmals einige Zentimeter in der Höhe, um auch größere Objekte, ja, lasern zu können. Eine sehr schöne Idee, wie ich finde. Eine kleine Box ist dabei mit Schlüsseln, eine Art Sicherung für den Laser und natürlich auch USB-Stick und Kleinkram, Zubehör, eine Ersatzlinse und auch ein Tuch, um die Linse säubern zu können. Auch super finde ich eine Laserschutzbrille, eine Augenschutzbrille ist im Paket. Der Laser selbst natürlich, ein 22 Watt Laser immerhin. Sieht alles sehr wertig aus von der Verarbeitung. Stecker, wirklich stark dimensionierte Kabel und Schläuche, den Air Assist, ein ganz schön schwerer Brocken, wenn ich das mal so sagen darf, mit richtig coolen Gummifüßen, um die Vibration vom Tisch fernhalten zu können. Ja, die Füße werden nun einfach nur noch aufgeschraubt auf die Unterseite. Man hat drei Positionen hierzu, Schlauch noch auf den Air Assist aufstecken. Den Air Assist steckt man seitlich an, hier an diesem kleinen Rad kann man steuern, wie stark der Luftstrom sein soll. Rechts wird das Netzteil des Lasers angeschlossen. Hier findet sich unter anderem auch ein USB-C-Steckplatz, um den Laser mit dem Computer verbinden zu können, wie auch ein Micro-SD-Slot, um Gravierungsvorgänge direkt über das Gerät selbst ohne Computer starten zu können. Schnell noch den Laser montiert, die Kabel in die Verteilerbuchse eingesteckt. Und den Luftschlauch am Laser befestigt. Fertig, das Gerät ist einsatzbereit. Da ich von dem ganzen Kabelmanagement doch recht begeistert bin, habe ich ja schon ein wenig zum Ausdruck gebracht. Hier mal ein kleines Beispiel, wie sich das darstellt am Laser direkt. Besser geht es eigentlich kaum noch, zumindest mal nicht an einer solchen Konstruktion. Ich finde das wirklich super gelöst. Bevor wir jetzt gleich zu den technischen Daten kommen, schauen wir uns mal noch kurz die Führung der Achse hier an. Diese läuft nämlich auf dem Rahmen und wird geführt über eine massive Metallrolle,
im Inneren des Führungsarmes. Hierzu kann man einfach die zwei Schrauben öffnen und schaut dann letztendlich auf die ganze Mechanik drauf. Das Ganze sieht schon sehr stabil und robust aus. Wie haltbar es ist, wird sich zeigen. Auf jeden Fall sieht es deutlich stabiler aus wie die Standard-Kunststoffrollen, die man so kennt. Spiel gibt es gar keins. Der Schlitten liegt richtig satt auf. Die technischen Daten. Das Gerät hat eine Größe von 622 x 567 x 185 mm bei einer Gravierfläche von 400 x 415 mm. Der Diodenlaser packt 22 Watt bei einer Wellenlänge von etwa 455 Nanometer. Die Achsen haben alle einen X- und Y-Endstop. Der AirAssist ist elektronisch schaltbar und mechanisch regelbar. Als Leistung, Luftleistung des AirAssists konnte ich leider keinen Wert ausfindig machen. Die Sicherheitsfunktion finde ich wirklich ganz nett. Er hat einen Notstopp, einen Schlüsselschalter, einen Luftwächter und einen Feuerdetektor. Und einen Linsensensor, der euch mitteilt, ob die Linse gesäubert werden muss oder ob sie noch einen guten Zustand hat. Unterstützte Materialien sind Pappe, Holz, Bambus, Gummi, Leder, Stoff, farbiges Acryl, Plastik und natürlich noch so einiges mehr. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Oberfläche. Optisch ist das wirklich toll. Wenn ich aber mit dem Fingernagel ein wenig an das Metall drankomme, sieht es sofort aus, als hätte ich einen Kratzer. Natürlich ist da kein Kratzer. Ich kann drüber wischen, danach ist wieder alles weg. Mir persönlich hätte eine andere Oberfläche wahrscheinlich etwas besser gefallen. Ich denke, man muss es nicht erwähnen, aber beim Lasern sollte man die Schutzbrille tragen. Ansonsten riskiert man erhebliche Schäden am Auge. Um die Fokussierung des Lasers vornehmen zu können, legt man einfach dieses kleine Metallplättchen auf die zu lasernde Oberfläche, schraubt dann die Schnellöffner auf und stellt den Laser entsprechend so ein, dass er auf dieser Vorrichtung seinen entsprechenden Platz finden kann. Um euch ein Gefühl für die Lautstärke geben zu können und nicht nur eine sichtbare Anzeige zu demonstrieren, starte ich jetzt einfach mal den Framing-Betrieb. Hier sind wir so zwischen 65 und 70 dB unterwegs. Starte ich dann den Laservorgang. Ihr hört es schon, geht nochmal deutlich mehr Luft an. Auch die Luftpumpe startet in diesem Moment. Und ich bin schon gut und gerne bei 70, gelegentlich auch mal ein wenig darüber. Ich starte nun die Rauchabsaugung und liege damit dann deutlich etwas über 75 dB. Die gehört übrigens nicht zum Lieferumfang. Wenn ihr aber Interesse dran habt, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung rein. Ich lege euch dort einen Link hin. Passend zum Namen des Lasers, nämlich Falcon, befindet sich auch ein entsprechendes Objekt auf der SD-Karte. Das Standardobjekt. Und genau mit diesem Standardobjekt fange ich jetzt einfach mal an. Das ist mein erster Test und wir schauen uns dann mal an, was bei diesem Objekt rauskommt und wie gut das Ganze gelasert wurde. Der Vorgang auf die beiliegende 2 mm Pappelplatte geht natürlich entsprechend schnell und das Objekt sieht fantastisch aus. Es ist genau die richtige Mischung zwischen hängt noch leicht fest und ist nicht verbrannt. Also eigentlich genauso, wie es sein soll. Hier hat sich jemand Mühe gegeben, das ja im Prinzip perfekt entsprechend auszurichten und auszubalancieren. Schön, wenn sich jemand die Zeit dafür nimmt, so einen G-Code auch entsprechend zu tunen. Ja, klasse, oder? Da gibt's doch nichts zu meckern. Sehr schön. Keine Schmauchspuren, alles so, wie es sein soll. Mein nächstes Objekt ist mein Standard-Power-Test, den ich hier ja entsprechend modifiziere. Wir haben es ja hier mit einem 20 bzw. 22 Watt-Laser zu tun. Der darf dann auch mal ein klein bisschen schneller laufen wie bei den 10 Watt-Lasern. Und nein, das, was wir hier sehen, ist keine Zeitraffer. Er graviert gerade die Schrift. Und hier mal zum Vergleich zwei unterschiedliche Tests mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Schon bemerkenswert. So eine Tafel geht mit diesem Falcon 2 richtig schnell zu lasern
Und man muss schon fast aufpassen, dass man beim Gravieren nicht sogar durch letztendlich diese 4 mm dicke Pappel durchbrennt. Das ist mir bei den 10 Watt Lasern vorher nicht passiert. Also hier muss man schon ein bisschen an der Geschwindigkeit entsprechend auch einstellen. Als nächstes graviere ich mir etwas Schönes. Eine Geschenkbox. Eine Geschenkbox zum Wiederverwenden, die ich aufklappen kann, zuklappen kann, etwas reinlegen kann. Ein wirklich tolles Teil, wie ich finde. Wir sehen uns das gleich mal zusammen an. Richtig genial wird diese Box natürlich dann, wenn ich diese auch personalisiere. Ich kann Namen draufschreiben oder zum Beispiel einen besonderen Tag oben benennen. Was auch immer eurer Fantasie, ist hier keine Grenze gesetzt. Mit den immer gleichen Einstellungen, nämlich 8 mm pro Sekunde und 90% Leistung, teste ich hier den Laser, wie schnell er dieses Holzbrett durchsägen kann. Ob er es geschafft hat, sehen wir, wenn der Laser nach unten auf die Wabenstruktur durchschlägt, was er hier genau bei Durchgang Nummer 4 bereits geschafft hat. Und ihr seht es, der Cut ist durch. Das ist neuer Diodenlaserrekord hier auf diesem Kanal. Ja, aber wie kitzelt man denn nun aus einem Diodenlaser so viel Leistung heraus? Nun, bei den 10 Watt Lasern kennt man das ja bereits. Hier wurde über Spiegel einfach umgelenkt, über einen Additionsfaktor dann die Leistung verstärkt. Tatsächlich funktioniert das mit diesem Laser ganz genauso. Ich habe hier 4 Umlenkungsspiegel und jeder einzelne Laser hat 6 Watt, was in der Summe dann 24 Watt ergibt. Die fehlenden 2 Watt lassen sich vermutlich durch Leistungsverluste erklären. Fazit. Kommen wir erstmal zu den Kontrapunkten des Gerätes. Was hat mir persönlich nicht so gut gefallen? Ich hätte mir ein Display gewünscht, bei dem ich tatsächlich auswählen kann, welcher G-Code als nächstes graviert wird. Stattdessen nutzt die voreingestellte Option den G-Code, der das letzte Datum auf der SD-Karte hat. Das mag durchaus gut funktionieren, hat man aber mehrere Objekte, die man regelmäßig graviert oder cuttet, hätte ich mir eher etwas in dieser Art und Weise gewünscht. Ebenfalls muss ich sagen, die Optik ist ja wirklich toll, kommen wir gleich noch dazu, aber dieses, wie soll ich das jetzt definieren, wenn ich mit meinem Fingernagel über das Metall gehe und dann diese Spuren sehe, mich persönlich stört sowas. Es ist kein Kratzer, ja? Man wischt einmal mit der Hand drüber und es ist wieder weg. Aber es sind so die Kleinigkeiten, wo man dann sich auch mal dran stoßen kann. Ein Beinbruch ist das natürlich nicht. Vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt mal anhören, was mir an diesem Lasergravierer besonders gut gefallen hat. Und das war eine ganze Menge. Ganz vorneweg muss ich sagen, hatten mir die Sicherheitsschutzfunktionen sehr gut gefallen. Das Ding hat einen harten Ausschalter und Anschalter. Er hat zusätzlich einen Schlüssel, mit dem ich das Gerät verriegeln kann. Das macht das Gerät Kinder und Teenager sicher. Und vielleicht auch sicher vor Personal, welches das Gerät eben nicht bedienen soll. Ebenfalls sehr gut hat mir gefallen die Überwachung der Linse. Die Linse noch gut ist, ob sie verbraucht ist bzw. ob sie mal gereinigt werden soll, finde ich wirklich eine schöne Funktion. Auch natürlich ganz klar die Überwachung der Luftzufuhr, heißt, wenn keine Luft kommt, blinkt das Lämpchen rot, kommt wenig Luft, ist es gelb, kommt viel Luft, ist es grün. Ich für meinen Teil muss sagen, wenn ich einen Laser betreibe, lasse ich immer ein wenig mit
lasse ich immer ein wenig Luft mitlaufen, einfach damit mir dieser Staub, dieser Feinstaub und natürlich auch diese Schmauchspuren, die da entstehen können, nicht auf der Linse beschlagen können. Die Luft pustet diesen sauber weg. Auch wenn es nicht viel ist, ein bisschen Luft für dich muss immer sein. Ist aber Geschmackssache natürlich. Eine Fire Detection, die dann Alarm schlägt, sollte doch eigentlich zum Standard gehören. Denkt man, ist es aber nicht. Bei diesem Gerät ist es dabei. Auch die stabile Metallrahmenkonstruktion, die wirklich einen sehr soliden Eindruck macht, da wackelt nichts, da klappert nichts, da ist kein Spiel, ist wirklich toll gelungen und gefällt mir sehr gut. Die Führungen am Rahmen über die Metallrollen machen auf mich einen Eindruck, als könnten sie sehr, sehr, sehr lange durchhalten. Wie es in der Praxis ist, muss ich natürlich zeigen, ein Stück weit ist es natürlich auch eine Frage der verbauten Lager. Der Air Assist, ich bin ja eben schon mal so ein klein bisschen drauf eingegangen, gefällt mir auch sehr gut. Nicht nur, dass er über Software bzw. G-Code ein- und ausschaltbar ist, je nachdem, ob man ihn braucht oder eben nicht. Ich habe auch die Möglichkeit, über einen manuellen Regler auf der Seite links die Stärke des Air Assist einzustellen. Drehe ich weit runter, pustet er nur ein bisschen, drehe ich voll auf, geht er richtig ab. Leider habe ich nicht gefunden, wie viel Liter der Air Assist pro Minute pumpen kann. Ich hoffe, ich kann diese technische Information noch in der Videobeschreibung zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen. Was mir persönlich ganz klar gefällt, ist die Möglichkeit, eine SD-Karte einfach auf der Seite reinzustecken. So viel auch ein bisschen zum Thema Display, was mir fehlt, was ich vorhin schon sagte. Ich mag Laser, die autark funktionieren. Ich möchte nicht immer meinen Computer einschalten, beziehungsweise meinen Laser mit dem Computer per USB-Kabel verbinden. Ich mag da vielleicht eigenartig drin sein, aber für mich ist so ein Gerät einfach praktischer, wenn es autark läuft. Und sind wir mal ganz ehrlich, es braucht ja dann auch weniger Strom. Ich mache einmal einen G-Code fertig, brutzle mir 5, 6, 7, 10 mal, 100 mal von mir aus etwas ins Holz und habe aber nur einmal den Computer laufen. Und zwar zum Erstellen des G-Codes. Danach ist der Computer aus und der Laser arbeitet für sich selbst. Das spart Energie und ein Stück weit wollen wir das ja doch alle, oder? Ja, wenn ihr Interesse habt an diesem Laser, ich habe euch einen Link von Creality unten in die Videobeschreibung reingelegt und werde da auch gelegentlich mal drüber schauen und die Links auch ein bisschen aktualisieren, je nachdem, wo ich gerade sehe, dass das Gerät zu einem guten Preis angeboten wird. Seid mir nicht böse, wenn ich es nicht ständig mache, aber so gelegentlich werde ich einfach mal reinschauen. Was bleibt mir noch zu sagen, außer ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, das Video hat euch ein klein bisschen gefallen. Freue mich aufs Wiedersehen und wünsche euch viel Spaß beim Lasergravieren. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!